Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Frostpunk in der neuen Runde. Leider haben wir es ja nicht überlebt und sind jetzt, glaube ich, schon in der zweiten Aufnahme, nee, in der dritten oder in der zweieinhalbten Aufnahme für das Live-LP. Ja, ich würde gern Tag 20 erreichen, dass wir hier praktisch die neuen Szenarien machen können. Moment, mangels an Häusern, da bauen wir aber gerade... Ah, eins fehlt noch. Brauchen wir noch eine Küche. Wo ist denn Nahrungsmittel? Speisehaus, 20 Holz. Müssen wir noch ein bisschen abwarten. Damit die auch das essen können, was die Jäger gejagt haben. Und wir bauen ein Pflegeheim. Hier geht auch langsam die Zeit runter. Aber erstmal machen wir die Küche. Und dann müssen wir wahrscheinlich für die Kranken sorgen. Und dann und dann und dann. Also man ist hier nie so, dass man sich irgendwie langweilt. So, die Sonne geht auf. Time to work, ladies and gentlemen. The work shift starts. Sagt ja auch schon die Stimme, die hier so ganz zart in unseren Ohren erklingt. So. Sieht irgendwie cool aus. Ich mag dieses Setting von dem Spiel. Dieses dreckige und graue und so weiter. Das ist echt geil gemacht. So, Küche. Müssten wir uns jetzt locker leisten können. Das Speisehaus. Setze ich hier außen dran. Und der sagt, mach mal einen Weg. Du olle Plinse. Wir haben nicht genügend Holz. So, das müsste aber reichen für den Weg. Zack. So. Okay, es wird gearbeitet. Die Speer sind angekommen. Wunderbar. So, robuster Schutzraum. Das hatten wir ja schon mal. Hier kriegen wir 215 Holz, 104 Essen und einen Kern. Und wir gehen direkt weiter zur Stahlbrücke, um dort Richtung Winterheim zu gehen. Habt ihr ja vielleicht in den letzten Folgen schon miterlebt, bei der ersten Runde, die wir hier versucht haben. So, jetzt brauchen wir aber neue Häuser, damit die Einwohner hier nicht wegfrieren. Damit die... So. Zack, das reicht. So, was haben wir gerade erforscht? Die Reichweite haben wir erforscht. Das heißt, der Generator hat jetzt eine Reichweite mehr. Kühl, geringes Risiko. Das ist schon die nächste Reichweite. Was? Das ist die nächste Reichweite? Okay, das ist ja echt mau. Und die Küche heizen wir hier hinten mal. Und hier müssen wir auch Leute einsetzen. Hier dürfen die Kinder kochen. Und ich glaube, ich werde gleich ein Gesetz verabschieden, dass wir hier wieder Suppe kochen, beziehungsweise vielleicht mit Sägemehl arbeiten. Ach doch, jetzt wird's warm. Alles klar. Okay, das hat einen Moment gedauert, bis die Reichweite, hier ihr seht's, bis die Reichweite sich erhöht hat. End of shift. Okay, der Tag ist zu Ende. So, jetzt haben wir hier Stufe 2 sozusagen und können jetzt somit hier weitere Häuser bauen, beziehungsweise auch noch einen Dock und so weiter. Jo, das ist doch ganz gut, ne? Hier haben wir in dem Kohlegenerator, ist es ganz schön kalt irgendwie. Aber es ist nur kühl, also es geht. Ja. Es geht. So. Essen haben wir 50 Essen, das müsste eigentlich reichen. Oh, warte mal, Pflegeheim bauen. Was brauchen wir denn dazu? Ist das bei der Gesundheit? Ja. 30 Holz brauchen wir. Gut, müssen wir auf den nächsten Tag warten. Wenn nicht, muss ich hier einen Notfallplan aktivieren. Die Unzufriedenheit sinkt. Das ist sehr schön. So, unser Trupp ist wieder angekommen und sieht den Automaton und den werden wir zur Stadt zurücksenden. Den werden wir nicht zerlegen. Den brauchen wir nämlich. Der wird eh im Moment brauchen. Und dann gehen wir noch zur Wetterwarte. Ich überlege gerade, ob wir den nach Hause schicken, weil die haben Nahrung dabei, gell? Nahrung und Holz haben sie dabei. Und ein Steamcore. Nee, wir müssen eine andere Siedlung finden. Das ist das... Das ist da unser Ziel. Nee, ich lasse das mal laufen. So, verlassene Brücke. Genau, jetzt kommt die Hoffnung, sinkt leicht, weil die denken, warum ist die Brücke verlassen, die nach Winterheim geht. Und wir müssen... Oh, warte mal. Ich werde auf jeden Fall mal die Jäger aufrüsten. Damit die besser sammeln.
Das müssen wir machen, wenn wir das Holz zu haben. Und das Pflegeheim waren 30 Holz. Okay, das müssen wir in der nächsten Schicht hinbekommen. Achso, Moment. Gesetze verabschieden ist wichtig. Prosthetik werden wir auf jeden Fall machen. Das müssen wir machen. Wir müssen aber dazu eine Fabrik auch erforschen später noch. Aber wir werden auf jeden Fall in diese Richtung gehen. So. Jetzt kommt der nächste Arbeitstag. Moment, da wird kein Holz abgebaut. Das liegt daran, dass kein Holz abgebaut wird. Das liegt daran, dass wir niemand mehr in den Sammelstellen. Das ist alles Kohle. Das ist natürlich übel gerade. Warum mache ich denn dann so Mist? 15 Leute bitte dahin. Haben wir noch irgendwo anders Holz? Sieben Stunden und wir brauchen 10 Holz. Und das ist Jägernahrung. Ne, wir müssen an Holz. Muss das gerade mal umlegen. So, ah ne, 20. 19, 20. Go, Pflegeheim. Ach, 30. 6, 7, 8, 9, Papp, 30. So, das Pflegeheim. Das ist von der Dicke genauso gleich, ne? Dann setzen wir das hier so ran. Und müssen noch einen Weg dran setzen. Zack, so. Dann haben wir das auch gerade noch geschafft. Sehr gut, die Hoffnung steigt. Und unser Außentrupp wartet. Und wir haben das Sägewerk erforscht. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Und dann können wir jetzt, glaube ich, auf die Nahrung gehen. So, und dann gucken wir, was unser Außentrupp macht. Und. Ein einziges Hin- und Hergeklicke. So, Kohle und Dampfkerne können wir hier kriegen. Wir nehmen natürlich die Rohstoffe mit. Wenn wir nach Hause kommen, wird es richtig gut. Und dann schicken wir sie direkt nach Winterheim. Und dann müssten wir eigentlich diese Aufgabe mit der anderen Siedlung auch erfüllt haben. Oh, Moment. Hier sind nicht genügend Leute eingesetzt. Und das ist wieder genau die Station. Die Hoffnung sinkt schon wieder, weil man halt sagt, man hat kaum noch Hoffnung, dass Winterheim noch steht. Kleiner Spoiler. Ja, stimmt. Das stimmt. Das wird nicht gut. So, wir haben 16 Kranke. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch eine Station baue. Aber ich mache das, glaube ich, jetzt erst, wenn... oh. Richtig kalt. Warm? Moment. Warte mal. Wie sieht es aus mit dem Temperaturen? Über den ist ja richtig heiß, da brauche ich ja nicht heizen. Hier, die Krankenstation könnte man noch hochheizen, dann werden die vielleicht schneller gesund. Es wird jetzt aber demnächst noch kalt. Das ist die Frage, im Moment langt es ja aus ohne Overdrive, ne? Wir müssten auf jeden Fall ein Sägewerk bauen, das können wir jetzt auch schon tun. Tutenteen. So, ich glaube, ich lasse das so raus oder so. So rein. Wie weit können wir runtergehen? Da oben nehmen wir den noch mit, setzen uns eins runter. So. Jetzt haben wir nicht genügend Holz. Wir haben ohne Ende Kohle, fällt mir gerade mal auf. Läuft wesentlich besser. Wir haben aber kein Holz. Und wir haben kein Essen. Das ist natürlich auch super. So, jetzt bauen sie hier wenigstens das Sägewerk auf. Und dann können wir hier sieben... Können wir zumindest die Leute einsetzen. Ach ja. Oh, jetzt werden ganz viele Leute krank. Warum ist das so? Weil, weiß ich nicht. Es ist doch nicht... Warum werden jetzt so viele Leute auf einmal krank? Weil sie hungern? Das sieht so aus, oder? Vielleicht hier deswegen.
Warte mal, kann ich die eigentlich hier abziehen? Dann lasse ich nämlich die Ingenieure hier weg. Und ich baue jetzt einfach noch eine Krankenstation. Werden viel zu viele Leute krank. Was ist denn hier oben? 20 krank, 5 schwer krank. Okay. Oder ich lasse laufen, bis sie meckern. Ich mach das so. Ich lasse das Ding hier noch abbauen. Da sind nur noch 47 drin. Und lass die Ingenieure nicht, dass sie da oben krank werden. Das wäre irgendwie doof. Kohle haben wir auch genügend. Da können wir die anderen Dinger erstmal da lassen. Stahl könnte noch so ein Thema werden. Ich lasse die Ingenieure noch ein bisschen Stahl abbauen. Das passt schon. So, die Speer sind angekommen in Winterheim. Ah, die sind auf uns gestellt. So, da sind wir am gleichen Punkt, wie wir beim letzten Mal eins auf die Backen gekriegt haben. Wir sind alleine, die Hoffnung sinkt. Vandale in Winterheim. Nicht in Winterheim, Quatsch, in unserem... Ich nenne es jetzt einfach mal New London. Oh, werft ihn raus, der Bürgermeister. Beim letzten Mal schon versagt. Ich habe gehört, der andere Kolonie hat er auch in Ruin getrieben. Ja, Winterheim ist gefallen. So, wir werden auf Ordnung und Disziplin diesmal gehen. Und werden die Nachbarschaftswache aktivieren. So, der verängstigte Patient. Also, ich habe es jetzt schon zweimal erlebt. Ich habe ihn gegen seinen Willen das Bein abgehackt. Und im nächsten Moment hat er sich umgebracht. Jetzt lasse ich ihn zufrieden und dann soll er sich dann umbringen. Ganz ehrlich, ich werde hier niemanden zwingen, wenn er nicht leben möchte. So, jetzt haben wir genügend Material eigentlich dabei, ne? Das dürfte fast... Ne, genau. Ich wandere rüber zur Kohlemine und dann gehe ich hier so einen Bogen nach oben. Dann haben wir nämlich die Kohlemine schon, wenn wir den Außenposten erforschen. Ja, 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 ja. Beruhigt euch, beruhigt euch. Ho, ho, ho. So, wir sollen zwei Wachtürme bauen. Einige wollen gehen. Ja, 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 ja. Die Londoner sind geboren. Kennen wir doch alles schon. So langweilig. Hab das doch letztes Mal schon gemacht. So, warte mal. Oh, warte mal. Wir machen erstmal Wege. Hier hoch. Oh, es langt nicht. 7 Holz können wir anbieten. So, lassen wir das hier mal laufen. Ein Einwohner ist gestorben. Joa, ne? Ja, gut. Wie immer, ne? Wir müssen Opfer bringen, um zu überleben. Die Hoffnung sinkt leicht, die Unzufriedenheit steigt leicht an. Was ich sage, ist negativ. Das ist halt das Problem. So, wir brauchen wieder 4 Holz. Können wir das hier ein bisschen schneller? 5, 6, 7, 8, zack. Das müsste doch reichen, um jetzt hier den Weg fertig zu bauen. So. So noch gebaut werden, der Weg. So, die Jäger haben wir erforscht. Moment, wir brauchen erst Holz. Vorher brauchen wir hier gar nichts anfangen mit Forschen. Jetzt wird hier Holz gesammelt. Mehr Krankenbetten. Machen wir doch. Verspreche ich, alle Kranken behandelt werden. Soll ich das wagen? Probier das jetzt mal. Natürlich jetzt ein gewisses Risiko dabei. Gesundheit. Okay, wir brauchen 25 Holz. Shift is ending. Na, Wahnsinn. Gut, wir haben ein bisschen Zeit, oder? Wir haben 3 Tage Zeit, wenn ich mich nicht täusche. Der Automaton kommt an. Sehr geil. Somit können wir ein Automaton in Holz einsetzen. Kohle haben wir ja. Oder in Kohle. Das sehen wir dann, was halt knapp wird. Kleiner Elefant. Dröhnt hier rum. Da kommt er. Der Automaton ist aktiv. Sehr, sehr geil. Wo ist er denn? Ach, da. Na, Dicky? Köpfstopf. Köpfstopf. So.
cool aus irgendwie. So, Automaton, pass mal auf, ich habe eine Aufgabe für dich. Und zwar, du kannst uns... Oder soll ich Kohle permanent holen lassen? Ne, Kohle haben wir mit noch genügend. Ich setze ihn jetzt mal hier ein, dass er uns Holz besorgt. So. Und dann können wir nämlich hier die erste Krankenstation bauen. Ich, Idiot, habe ja gesagt, ich werde alle Kranken versorgen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich 3 Krankenstationen. So, jetzt kommt auf jeden Fall ordentlich Holz rein. Ich baue jetzt hier nochmal eine an. Und da bauen wir natürlich eine Straße hin. Warte mal, ich ziehe jetzt mal hier so. Oh. Zack. Das bauen sie nämlich auch in der Nacht, das ist das Praktische. Glaube ich. Da ist ab 5. So, die Speer sind angekommen, jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Londa halten Zulauf. Ja, ja, ist okay. Und wir werden hier oben die rumschicken. Das ist Kohle. Wir nehmen nur die gelagerte Kohle mit. Oh, das könnte aber knapp werden, oder? Wie viel? 459 Kohle haben wir dabei. Alles klar, dann gehen wir jetzt zum Absturzort. Und wenn die da sind, schicken wir sie wieder nach Hause. Ach du Güte. So, komm. Alles klar, es wird jeden Tag kälter. Ja, oh ja, jetzt wird es richtig kalt. Und wir müssen forschen. Generatorleistung. Wärmezone um eine Stufe. Das könnte uns helfen, dass jetzt hier die zufrieden bleiben und nicht so viele krank werden. Ich probier's. Komm, muss reichen. So. Dann setzen wir... Wir müssen Ingenieure irgendwie rausziehen. Die sind da eingesetzt und die sind hier im Kohle. Da sind noch 3. Keine. Natürlich jetzt doof. Wo haben wir denn Ingenieure? Well, das war ein bisschen weit. Wo haben wir denn noch Ingenieure im Einsatz? Ach, hier vorne beim Stahlabbau. Euch brauche ich mal hier. Und hier ist nicht mehr viel drin. Kann ich euch hier einsetzen? Jo. Und hier kann ich... Da haben wir Max. Hier haben wir nicht Max. Dann setze ich hier die Kinder ein. Es geht schon. Irgendwie wird das funktionieren. So, wir haben keine Schwerverletzten. Wir haben wirklich nur Kranke. Das wird natürlich jetzt echt blöd. Und wir müssen auch noch die Wachtürme bauen. Ich glaube, das mache ich jetzt als erstes. Die gehen gar nicht so weit vom Range. Mal sie hier einsetzen. Sind die genauso breit wie Wohnungen? Nee, die sind schmaler, ne? Mag mir hier nichts verbauen. Obwohl, wenn ich sie hier ansetze, verbaue ich auch nichts. Baue jetzt hier einen hin. Und, ja, dann setze ich doch einen hier hin. Dann haben wir die Aufgabe schon mal erledigt. Und, wir müssen noch 6 Einwohner behandeln. Das ist, wir könnten noch eine Krankenstation bauen. Komm, das mache ich aber jetzt. Achso, wir brauchen 25 Holz, genau. So. Bauen wir noch eine Sanitätsstation hier hin. So, hat die eine Weganbindung? Ja, so. Moment, hatte die eine hier überhaupt? Der Wachturm? Ja, der hat. Okay, alles klar. Puh. So, dann werden wir hier in den Türmen. Wir haben keine normalen Leute. Wir müssen noch Leute dazu bekommen. Hier können wir noch einen Kitty einsetzen. Ja, wir können leider keine Kinder zur Wache einteilen. Gut, wir müssten ja eigentlich nur hier. Da ziehe ich 2 ab. Dann kommt halt nur einer auf den Wachturm. Das langt aber auf jeden Fall, um die Aufgabe zu... Ach, 2. Okay, na gut, dann ziehen wir halt noch 2 ab. So.
Der hat keine Anbindung an die Straße. Alles klar. So, da haben wir zumindest das hier noch geschafft zum Ende der Folge. Wir gehen in den Pausenmodus und sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.